Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ich habe jetzt erstmal lange überlegt, was machen wir jetzt noch für Rennspiele, nachdem ich jetzt das letzte Corsa erstmal eingestampft habe, weil ich gedacht habe, man, das ist sehr frustrierend, das Rennen. Also, ja, da habe ich gedacht, oh, du hast ja noch Drive Club auf der Platte drauf und dann nehmen wir das einfach mal und gucken uns das einfach mal an, wie es läuft und ja, hoffen wir mal, dass es gut läuft. So, wir sind in der Steuerung drin und also standardmäßig. Gut. Ja, gehen wir rein. Wir können die erste Veranstaltung starten. Warte mal, ich muss mal gerade eben kurz. Kann ich die Kamera? Auf die Kamera habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Auf die Kamera habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Halt, das war Gameplay. Mittel. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen durchgucken muss. So, gucken wir mal. Das Problem hier. Kamera wechseln R1. Okay. So, funktioniert. Ich ziehe mich natürlich mal ein bisschen nach vorne, ne? Zwei Runden sogar Zeit für das erste Rennen, ja? Die Folge nehme ich sogar quasi weg am Release-Tag auch, also wenn ich dieses Ding release, das ist früher aufgenommen. So, schon vorbei an dem. An der jungen Dame da. Laura Walker heißt sie. Ja, ich lasse jetzt erstmal ein bisschen verhungern. Runde 2, letzte Runde. Und dann geht's Richtung Ziel. Ich muss aufpassen, dass ich nicht allzu viel Kollision habe, dass ich nicht dann. Das meine ich halt. Ja, und du schießt wieder an der Seite. Genau, das meine ich. So, einfach mal Gas geben hier. Ja, so gut. Wenn das so guten Ton gehört, dann nehmen wir das mit. Dann nehmen wir das mit, mein Freund. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen überlegt, was machen wir jetzt als nächstes. Dann habe ich mal auf eine Platte geguckt. Da dachte ich mir, ja, dann zeigst du ein bisschen Drive Club jetzt. Das zweite sollte ich sogar eh schon mal ein bisschen anspielen. Das ist wirklich auch schon was älteres Spiel. Und ich wollte das halt beibehalten, dass ich beim Rennen, dass ich Rennspiele fahre. Und dann dachte ich mir, nimmst du das hier mal. Eigentlich ganz cool und probieren wir es einfach. Ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht allzu sehr an der Strecke. Weil die junge Dame hinter mir, die Laura Walker, die ist dran an uns und die möchte eigentlich sehr gerne an uns vorbei noch. Das ist klar, das kann ich so nicht verübeln. Die führen wir nämlich. Wer würde dieses Rennen nicht gerne gewinnen? Jetzt habe ich per Querschnitt drin gehabt. Aber es wird zum Sieg im ersten Rennen reichen. Tu das. Das erste Rennen schon mal nach Hause gezogen. Yes!
knapp, aber wir haben es geschafft. Eine halbe Sekunde waren es am Ende. So, Reichweite Platzierung der Top 3 haben wir erreicht. Der starke Kurvenfahrt von 200.000, das weiß ich nicht. Ich glaube, das haben wir aber. Ja, doch, steht da unten, haben wir ja geschafft. Und der Reichweite von 340 oder weniger. Doch, das haben wir erreicht. Also, alle drei Aufgaben, die uns gebracht wurden, haben wir erarbeitet. Fahrerstufe 2. Oh, das ging ja schnell jetzt auf einmal. Wir haben ein neues Objekt erhalten und das war ein Beetle. Okay. Ja gut, ich muss eigentlich die Drive Club PlayStation Plus Edition ein bisschen verfügen. Bisschen muss ich tatsächlich ein bisschen erweitern. Ja, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Aber jetzt momentan einfach nicht. Wir gucken uns erstmal das Spiel an. So. Gut. Gehen wir mal rein in die. Was rennen? Das ist ja quasi so ein bisschen das Tutorial gewesen. Wie funktioniert das ganze Ding hier? So, ich gehe mal auf mein Profil. Dass ich das immer mal machen kann. Fahrerkontakte. Aha. Das kann ich also nicht ändern. Dürfte quasi die Server abgeschaltet? Kann das sein? Weil das nicht tragisch ist. Das ist jetzt. So, gucken wir mal. Drive Club, Drive Club Bikes. Genau. Haben wir die Tour. Das war das Thema. Ich steht alles irgendwie bald erhältlich. Also das ist so nicht. Ich befürchte, dass wir tatsächlich alles erstmal noch. Naja. Gut. Ich muss mal gerade so ein bisschen auf die Uhr gucken. Klar wird die Folge wahrscheinlich ein Ticken kürzer werden, als ich das jetzt eigentlich erwartet hatte. Ja. Oh, ernsthaft. Ich muss das Spiel tatsächlich erst kaufen. Ja, ich guck mal, wie das überhaupt wird. Dann machen wir jetzt hier tatsächlich sogar schon Feierabend und ja, in der nächsten Folge versuche ich mal zu überlegen, ob ich mir das Spiel kaufen kann. Oder beziehungsweise kaufe. Dann haben wir nämlich die vollen Zugriff auf alles. Und ja, genau. Gucken, wie teuer das ist und dann schauen wir einfach mal rein. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Drive Club. Und dann geht's weiter mit der Drive Club Tour. Vorher kann ich einfach nichts machen. Es tut mir leid, aber es ist halt leider jetzt immer so. Tut mir leid. Tschüssi.